Hi Freunde, willkommen beim neuen Kyle Style Workout MMA. Okay, heute beschäftigen wir uns mit Mixed Martial Arts Techniken und zwar sowohl im Stand-Up-Bereich, also Boxen, Kickboxen, Muay Thai, als auch die Takedown-Geschichten aus dem Ringen im Übergang zum Ground Fighting, okay, zum eigentlichen Bodenkampf. Ich wünsche euch viel Spaß. Peace. MMA Takedowns. Also, die bekanntesten sind wahrscheinlich der Double- und Single-Leg Takedown und damit werden wir auch starten, also noch nicht aus der Clinch-Position heraus, sondern erstmal frei. Das heißt, ich kann nachher meine Takedowns vorbereiten mit Schlägen beispielsweise, indem ich ihn dazu bringe, den Decken hochzureißen und so weiter, mit Decken zu oben. Ich kann dann hier nach unten gehen und kann versuchen, meinen Schuh zu machen. Oder er schlägt, ja, und ich block vielleicht seine Schläge ein, zwei Mal mit dem dritten Korb, dann mache ich hier meinen Takedown. Vielleicht mal grundsätzlich zum Takedown. Wir fangen mit dem Double Leg an, okay? Es ist so, dass ich, wenn ich meinen Schuh mache, also ich komme beispielsweise mit einem linken Jab rein, dass in dem Moment, wo ich hier auf Distanz, also wo ich meine Distanz hier wechsle, beziehungsweise erstmal meinen Level Change mache und jetzt brauche ich einen kleinen Vorbereitungsschritt. Das heißt, ich gehe gerade auf ihn zu mit dem vorderen Bein und muss jetzt gucken, dass mein Knie hinter seine Centerline kommt. Okay? Das ist sehr, sehr wichtig, um hier das Gleichgewicht zu haben. Wollen wir noch nicht direkt. Richtig? Also. Das heißt, er kommt mit dem Jab rein, ich mache meinen Level Change, jetzt mache ich meinen kleinen Vorbereitungsschritt und gehe mit der Stirn gerade auf ihn zu, okay? Jetzt muss ich mein Knie hinter seiner Centerline absetzen. Okay, hier bin ich. Ziehe mein rechtes Bein nach und habe jetzt von hier aus die Möglichkeit, ihn anzuheben zum Beispiel oder auch seitlich umzureißen. Ich zeige es mal aus verschiedenen Winkeln. Fangen wir so an. Denkt auf die Hinterfingerposition. Okay. Also er kommt rein, ich mache hier das, gehe rein, bam. Entweder werfe ich ihn direkt von da um. Eine Option. Alternative ist so, komm rein, pack ihn, schmeiß ihn hier seitlich um. Okay. Zeige euch ein paar Variationen, falls der Double Leg in irgendeiner Form nicht funktioniert. Ein Beispiel. Er kommt, ich bin hier drin, hab jetzt gemerkt, jetzt habe ich keine Chance. Mache ich einen Haken, eine Sichel, und ziehe sein Bein hin und bringe jetzt in die Frontale runter. Und habe, wenn ich viel Glück habe, hier schon die Möglichkeit, durch meinen Kicker-Vorlock hier, auch eventuell schon sein Knie hier durchzustecken und praktisch durch ein Kniehebel ihn hier zu treffen. Alternative Möglichkeiten. Ich bin innen drin, er stellt das Bein nach hinten weit aus. Okay, jetzt wechsle ich die Position, drücke ihn seitlich runter. Mal, ich ziehe mal nach vorne gehen. Also, schlägt ihn hier drin. So, guck mal, jetzt bringt das Bein etwas seitlich nach hinten raus. So, nach hinten, guck mal, da. Ich wechsle jetzt meine Position, bringe ihn hier runter, das kommt rein, kontrolliere ihn, kann mich ranziehen und kann von hier aus theoretisch schon aus der Backboard heraus arbeiten. Gut, jetzt sprechen wir vom sogenannten Single Leg Takedown. Okay? Single Leg, möglich auch zu wechseln zwischen Double und Single Leg, das heißt, das zeige ich gleich noch im Anschluss, aber wir fangen mit dem Einzelnen an. Also, diesmal, wenn der Schlag kommt, gehe ich nicht auf die Außenseite, sondern bleibe auf der Innenseite. Schnappe hier sein Bein. Okay. Habe ich ihn hier? Wie gesagt, ich kann ihn hier runterdrücken als Option. Also das sieht sein Bein einfach zwischen meinen Beinen erstmal eingeklemmt. Also, er kommt, Level Change, schnappt mir hier. Okay, man kann jetzt hier mit dem Heel hoch mit dem Kopf arbeiten, die Seite umschmeißen und so weiter. Alternative Möglichkeiten sind, wenn ich also hier drin bin, ja, dass ich hier das Bein auf die Außenseite bringe. Okay, jetzt kann ich mit Zug und Druck arbeiten, kann ihn runterbringen, vielleicht sogar schon hier in einen Fußhebel bringen. Ja. Okay, wenn das vielleicht mal nicht funktioniert mit meinem Single Leg, dann habe ich die Chance, immer von Single zu Double zu wechseln und umgekehrt. Das heißt, wenn ich hier bin und merke jetzt, boah, der hat die Möglichkeit nach hinten abzusetzen, kräftig,
wechsle ich die Position und gehe wieder in den Double Leg. Alternativ dazu, ich zeige es jetzt nochmal. Also, ich bin hier drin, Single Leg, er setzt ab zu kräftig. Ja, und dann wechsle ich zum Double Leg. Dein Vorteil ist der Kaltstyle.